Das ist ein Beratungsprogramm deutscher Gewerkschaften für ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Stärken und auch verstetigen, damit die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer um ihre Rechte wissen. Zweitens, es geht um die Verantwortung der deutschen Arbeitsschutzbehörden. Das sind Arbeitsschutzbehörden der Länder. Wir müssen offen und ehrlich darüber reden, dass in den vergangenen Jahren nicht in allen Bundesländern die Arbeit der Arbeitsschutzbehörden oberste Priorität war. In vielen Bereichen sind Arbeitsschutzbehörden auch kaputtgespart worden, sodass zu wenig Kontrollen stattfinden. Das wollen wir mit verbindlichen Quoten für den Arbeitsschutz, für die Kontrollen ändern. Und drittens, es gibt auch eine Verantwortung des Bundes, den Rechtsrahmen zu verändern. Und vor allen Dingen der Fleischverarbeitungsindustrie ist kein Geheimnis, dass die Art und Weise, mit Subunternehmern zu arbeiten, organisierte Verantwortungslosigkeit mit sich gebracht hat und oft bestehende Rechtsregeln auch unterlaufen werden bzw. ins Leere laufen, weil Kontrollen zum Beispiel in Unterkünften zu wenig stattfinden können. Also viel zu tun und viel zu ändern. Es wird uns morgen im Bundeskabinett beschäftigen, es wird uns in der Gesetzgebung begegnen, aber es muss vor allen Dingen in der Praxis umgesetzt werden. Ich bin Frau Ministerin Alexandrou sehr, sehr dankbar über den sehr konstruktiven Austausch. Wir haben heute ein Memorandum of Understanding für den Informationsaustausch in diesem Bereich unterzeichnet. Wir haben vereinbart, dass wir eng zusammenarbeiten werden. Ich habe angekündigt und bedanke mich für die Einladung, nach der parlamentarischen Sommerpause nach Rumänien zu reisen, um auch Rechenschaft und Bilanz abzugeben, was wir bis dahin erreicht haben. Wir werden im Rahmen der europäischen Ratspräsidentschaft Deutschlands eng zusammenarbeiten. Und ich möchte mich nochmal bei meiner Amtskollegin Victoria Violetta Alexandrou ganz herzlich bedanken für ihren Einsatz. Und ich will es hier auch sagen vor der deutschen Öffentlichkeit und wenn rumänische Pressevertreter anwesend sind. Ich weiß, dass in Rumänien, in den Medien, in der Bevölkerung, auch in kritischen Fragen der Opposition gegenüber der rumänischen Regierung, diese Verhältnisse ein großes Thema sind. Ich bedanke mich, dass Frau Alexandrou, aber auch der rumänische Botschafter sich mit aller Kraft für die Interessen ihrer Landsleute engagieren. Und ich sage zu, dass wir in der Zusammenarbeit alles tun werden und wollen, um im Interesse der Arbeitnehmerfreizügigkeit in Europa und des Schutzes von Beschäftigten und der Bevölkerung vor Corona und der Sicherung von fairen Arbeitsbedingungen die Verhältnisse, da wo sie nicht in Ordnung sind, auch konsequent verändern werden. Ganz herzlichen Dank, Violetta, dass du nach Deutschland gekommen bist und du hast das Wort. Ich bin die dem Bundesminister Hubertus Heil danken möchte für die sehr gute Atmosphäre. Mein Herkommen hier nach Deutschland vor ein paar Stunden, Tagen mit dem Auto zeigt, dass wir eine langjährige, sehr gute Zusammenarbeit haben und die möchten wir weiterhin erhalten und auf einem hohen Niveau der gemeinsamen Verantwortung und der gemeinsamen Lösung von Problemen beibehalten. Es gibt fast 30.000 rumänische Arbeitskräfte, die im Augenblick hier in der Saisonarbeit arbeiten in Deutschland und viele andere, die auch in anderen Bereichen arbeiten. Und diese Arbeitskräfte sind für uns auch zu Hause sehr wichtig. Zweitens weiß ich, dass der Bundesminister ein Mensch ist, der die Dinge von Anfang an aufrollt. Und deswegen dachte ich, dass es jetzt der richtige Moment ist, um die Probleme, die es in der Saisonarbeit und auch in der Fleischindustrie gibt, zu besprechen. Das ist natürlich nicht von heute auf morgen so geschehen. Es gibt auch von früher her Probleme. Und es gibt ja auch entsprechende Abkommen. Es ist wichtig, den Arbeitsschutz und den Gesundheitsschutz zu gewährleisten. Und es gibt aber bestimmte Meldungen,
die also vor allem in der Pandemie aufgetreten sind. Und da müssen natürlich zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden. Das Erste, was ich mit dem Bundesminister besprochen habe, bezieht sich auf die Art und Weise, wie die Saisonarbeit in Deutschland vor sich geht. Hier haben ja die rumänischen Arbeitskräfte einen wichtigen Beitrag, der auch von dem Bundesminister Heil entsprechend gewürdigt wird. Dafür danke ich. Alle Arbeitskräfte müssen mit Achtung behandelt werden. Hier gibt es eine gegenseitige Verpflichtung und deswegen müssen wir diese Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen auch konsequent angehen. Eine Frage bezog sich auf die Gültigkeit der Arbeitsverträge und welchen Schutz die rumänischen Arbeitskräfte hier aufgrund dieser Arbeitsverträge genießen. Mir wurde versichert, dass die Arbeitsverträge vorher nach Rumänien geschickt werden. Natürlich muss sichergestellt werden, dass der Inhalt dieser Arbeitsverträge auch verstanden wird. Es gibt sie, die Informationen, bevor sie das Land verlassen. Aber es gibt eben viele Meldungen in der rumänischen Presse, wo es heißt, dass diese Informationen vor ihrer Abreise in Rumänien nicht bekannt ist, welche Verpflichtungen und welche Rechte sie haben. Dies muss also noch weiter geklärt werden, um die rumänischen Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, dass sie alle Bestimmungen richtig verstehen, damit sie wissen, welche Rechte sie haben, welche Vergütung, welche Hygiene- und Sozialbedingungen vorherrschen und das bevor die Arbeitsverträge unterzeichnet werden. Und hier wird Rumänien sowohl über die Arbeitsinspektion als auch über andere Wege ihren Beitrag leisten. Und hier werden uns unsere Kollegen in Deutschland auch über die Gewerkschaft und die Verbände noch stärker helfen, damit wir allen Arbeitskräften die notwendigen Informationen zur Verfügung stellen können und sie diese auch richtig verstehen. Hier in Deutschland habe ich gesehen, dass der Bundesminister also sehr, sehr offen für all diese Dinge ist. Und dafür danke ich. Ich konnte ihm auch entsprechende Informationen übermitteln von den Saisonkräften. Gestern habe ich zwei Höfe besucht in der Landwirtschaft hier gibt es noch eine gewisse Zurückhaltung, sich an Institutionen zu wenden. Ich habe sie ermutigt, sich an die entsprechenden Stellen zu wenden, damit die Probleme geklärt werden können. Ich habe also die Rumänen ermutigt, auch die deutschen Behörden darüber zu informieren, wenn es unzureichende Bedingungen oder schwierige Situationen gibt, sowohl hinsichtlich der Arbeitsbedingungen als auch der Arbeitszeit beziehungsweise private persönliche Probleme, die zusätzliche Hilfe erfordern. Ich war sehr erfreut, dass der Bundesminister Heil hier eine noch aktivere Tätigkeit der Institutionen einfordern wird, die diese Beschwerden bekommen. Und dass entsprechende Kontrollen stattfinden werden, um Schwierigkeiten abzustellen. Im Rahmen einer Arbeitsgruppe, die wir gemeinsam gründen werden, werden wir alle notwendigen Maßnahmen und Effekte betrachten und alles dafür tun, dass es einen Mindeststandard an Sozialschutz für die rumänischen Arbeitskräfte gibt, weil das die Anstrengungen beider Seiten erfordert.
Und diese technische Arbeitsgruppe wird die verschiedenen Aspekte beleuchten. Und natürlich, wenn Maßnahmen erforderlich sind, werden wir sie gemeinsam treffen, wenn es relevante Aspekte für alle unsere Arbeitsminister im europäischen Rahmen gibt, werden wir sie in der Europäischen Kommission diskutieren, sodass wir einen Mindeststandard des Sozialschutzes für Saisonkräfte erreichen werden, auch mit entsprechender Lohnzahlung für die Anstrengungen, die sie unternehmen. Ich freue mich, dass Deutschland die Arbeitskräfte, die hierher kommen, mit Respekt behandeln. Und hinsichtlich der Beziehungen, die wir uns auch weiterhin wünschen, bin ich überzeugt, dass diese Anstrengung viele Bereiche betrifft. Aber wir haben hier einen sehr guten Anfang gefunden, um bestimmte Probleme zu lösen. Einige sind ja schon langjähriger Natur, aber ich habe die Überzeugung, dass die Krise uns jetzt, die es erfordert, noch stärkeren Schutz für unsere Arbeitskräfte zu sichern. Sie wird uns dazu helfen. Und es wurde versprochen vom Bundesminister, dass der Mindestarbeitsschutz gesichert ist, also auch Desinfektionslösungen, Handschuhe und Mundschutz. Also hier wird von den Institutionen alles Notwendige durchgeführt werden. Und wir wünschen uns natürlich Arbeitskräfte, die unter guten Bedingungen arbeiten, die legale Arbeitsverträge haben und die zügig bezahlt werden für ihre Arbeit und auch einen Rentenanspruch auslösen. Heute haben wir das Memorandum unterzeichnet. Hier wurde auch sichergestellt, welche Aufgaben und welche Verantwortlichkeiten wir haben. Und ich betone noch einmal, dass der Standard in der Landwirtschaft und in der Fleischwirtschaft entsprechend hoch sein müssen, sodass insgesamt mit maximaler Effektivität gearbeitet werden und jeder auch das bekommt, was er erwartet. Es ist ein guter Anfang und ich danke dafür dem Bundesminister Heil. Und jetzt werden wir beweisen können, dass unser Engagement auch Früchte trägt. Tinthammer, ich möchte Sie bitten, dabei übersetzen, in das dort stehende Mikrofon zu sprechen. Herr Heil, jetzt haben Sie ja Ihr Paket gestern mehr oder weniger schon vorbereitet. Das soll morgen im Kabinett verhandelt werden. Die Union mauert aber kräftig bei den Werkverträgen. Wäre es für Sie ein Kompromiss, wenn allein das zu einer schärferen Kontrolle kommt? Oder würden Sie sagen, die Abschaffung der Werkverträge ist für Sie ein wichtiger Bestandteil? Und an die Ministerin die Frage, wenn sich die Bedingungen in Deutschland dann doch mal verbessern sollten, müssten Sie nicht fürchten, dass noch viel mehr Menschen von Ihnen nach Deutschland gehen, die auch zu Hause dringend gebraucht werden? Zu Ihrer ersten Frage. Wir sind in sehr, sehr konstruktiven Gesprächen, auch mit dem Koalitionspartner. Deshalb gehe ich davon aus, dass wir morgen eine Lösung hinbekommen können, die den Namen auch verdient. Ich erlebe auch, dass es da aus der Union große Unterstützung gibt, nicht nur die Kontrollen zu verschärfen und die Bußgelder anzupassen, sondern auch an einer Wurzel des Übels anzupacken. Und das ist die Konstruktion von Sub-Sub-Sub-Unternehmertum. Einige nennen das Werksverträge. Also ich glaube, dass wir da was hinbekommen und wir sollten das auch. Weil ich auf zwei Dinge hinweisen will. Ich habe das letzte Woche im Parlament getan, als es eine Aktuelle Stunde gab. Wir haben das allzu oft erlebt, dass wir Gesetzesregelungen gemacht haben, die Schlupflöcher gelassen haben. Und dann findige Konstruktionen das umgangen haben. Und wir haben auch in politischen Verfahren erlebt, wenn es empörende Verhältnisse gab, dass erstmal die Empörung sehr groß war, dass dann Interessenvertreter angetreten sind und Gesetze nicht zureichend waren. Den Fehler dürfen wir diesmal nicht machen. Wir müssen grundlegend aufräumen und durchgreifen. Und ich fühle mich ermutigt, nicht nur
dadurch, dass das die Auffassung der Vertreterinnen und Vertreter meiner Partei ist, sondern auch der allermeisten beim Koalitionspartner. Und deshalb, wir sind noch in laufenden Gesprächen, aber ich bin nach wie vor zuversichtlich, dass wir morgen zu diesen politischen Entscheidungen kommen, die dann auch Gesetzgebung auslösen. Ich glaube, dass wir da ran müssen. Das ist eine Wurzel des Übels. Ich habe es ja eben beschrieben, weil es zum Beispiel dazu führt, und das haben wir ja in vielem auch besprochen, dass auf der einen Seite auf den ersten Blick vieles immer ganz klar scheint, in der Praxis aber nicht. Wir können zum Beispiel Werkswohnungen auf fleischverarbeitenden Betrieben, so sie sich auf dem Werksgelände betrieben oder direkt dem Unternehmen zuzuordnen sind, auch mit den Arbeitsschutzbehörden kontrollieren. Aber wenn über Konstruktionen von Subunternehmern am Ende des Tages Menschen in wirklich unwürdigen Verschlägen, Garagen oder Unterkünften sind, wo ein Infektionsrisiko da ist, dann ist das schlicht und ergreifend in den jetzigen arbeitsrechtlichen Konstruktionen nicht mehr nachvollziehbar. Es wird Verantwortung abgewälzt. Und ohne die Frage der Kollegin beantworten zu wollen, es gibt jetzt auch einige, die sagen, wenn ihr da rangeht, dann führt das dazu, dass für den Lohn der Beschäftigten weniger übrig bleibt. Das halte ich nun für eine ganz bescheuerte Argumentation, um das norddeutsch zu formulieren. Denn irgendjemand verdient ja bei Sub-Unternehmertum immer mit. Und hier mischen sich soziale Verhältnisse und auch Lohndrückerei und fehlender Arbeitsschutz und in Teilen auch ausbeuterische Strukturen mit fahrlässiger Gesundheitsgefährdung der Beschäftigten, aber übrigens auch der Gesellschaft. Und das will ich noch sagen, man kann das in Coesfeld ja nachvollziehen. Da hatten sich die Menschen in Coesfeld auf die Lockerung der nordrhein-westfälischen Landesregierung gefreut. Die Unternehmen wollten wieder loslegen, die Beschäftigten ein Stück Freiheit genießen in ihrem sozialen Leben. Dann hat man sich offensichtlich da nicht an Regeln gehalten. Es gab zu massenhaften Infektionen und Coesfeld erlebt insgesamt einen Lockdown. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer selbst sind es wert, dass wir ihre Gesundheit schützen. Aber es ist auch Bevölkerungsschutz in Deutschland, weil wir keine pandemischen Hotspots zulassen dürfen. Also das ist der Grund, warum ich finde, wir brauchen eine umfassende Lösung und das betrifft auch die Werkverträge, finde ich. Frau Alexandru, bitte. Ein Staat, der Angst davor hat, dass seine Bürger woanders hingehen, weil sie woanders bessere Bedingungen haben, ist ein Staat, der seine Arbeitskräfte nicht schätzt. Und Rumänien und die Regierung, die ich vertrete, ja, ich sage, das ist eine Herausforderung, entsprechende Lohnbedingungen und Arbeitsbedingungen zu sichern. Und wir machen hier viele Anstrengungen, damit die rumänischen Menschen tatsächlich die Option haben, in Rumänien oder woanders zu arbeiten. Aber es ist ihr Recht, dort zu arbeiten, wo sie möchten und ein vernünftiges Verdienst aufgrund der Arbeit, die sie leisten, zu bekommen. Und das muss überall der Fall sein. Und die Arbeitsbedingungen müssen menschenwürdig sein und deswegen habe ich auch also bestimmte punktuelle Situationen hier genannt, weil ich die Überzeugung habe, dass Bundesminister Heil diese Dinge als Priorität ansehen werden. Dort, wo es, also ich bin überzeugt, dass dort, wo es Situationen gibt, die man noch verbessern kann, zum Beispiel bei der Unterbringung oder der einschließlich Sauberkeit, diese Dinge werden in Angriff genommen. Davon bin ich überzeugt und die Behörden werden entsprechende Maßnahmen ergreifen und Konsequenzen. Es gibt also bestimmte Aspekte hinsichtlich des Gesundheitsschutzes. Und jetzt sehen wir das eben prägnanter, weil diese Epidemie die Aufmerksamkeit aller viel stärker ins Licht rückt. Und hier möchte ich sagen, dass die rumänische Regierung einen großen Respekt für alle haben, die arbeiten, egal ob sie in Rumänien oder im Ausland arbeiten. Wichtig ist, dass der Gesundheitsschutz, der Arbeitsschutz und all diese Bedingungen entsprechend eingehalten werden. Und deswegen habe ich hier auch dieses Engagement. Und wenn es darum geht, zu testen und wo es bestimmte Risiken geben könnte, habe ich darauf
gedrungen, dass also Mindeststandards eingehalten werden, so wie das auch in Rumänien der Fall wird. Das heißt also, es ist, ich habe keine Angst davor. Es ist eine Herausforderung, dass wir in Rumänien vergleichbare Bedingungen bieten, so dass sie frei wählen können, in welchem Land sie arbeiten. Also hier kann es nicht um Angst geben. Es ist ihr Recht, dort zu arbeiten, wo sie es möchten. Und meine Anwesenheit hier ist ein Zeichen des Respektes für diejenigen, die hier arbeiten und alles tun, damit ihre Familien ein gutes Leben haben. Und wenn sie dann nach Hause kommen, können sie die Bedingungen verbessern zu Hause und tragen auch zu einem höheren Konsum in Rumänien bei. Also wie gesagt, es ist keine Angst, sondern man muss darauf achten, dass alle in den besten Bedingungen arbeiten können. Bitte. Ja, vielen Dank. Ich habe auch eine Frage an Frau Ministerin Alexandru, nämlich was wird Ihr Land im Rahmen der Ratspräsidentschaft und auf Ebene der Europäischen Kommission an Initiativen vorbringen, um die Unterschiede, die sich aus dem enorm hohen Lohngefälle innerhalb Europas, niedrigere Löhne zum Beispiel in Ihrem Land, höhere hier oder in Skandinavien, an Problemen ergeben? Und an Herrn Minister Heil hätte ich die Frage, was muss man sich vorstellen, was Sie konkret tun könnten, um die Wohnstandards, diese unerträgliche, miserable Lebenssituation außerhalb von Werkswohnungen tatsächlich zu steuern und anzugehen. Vielen Dank. Für die Saisonkräfte und also das wird weiterhin für uns eine Priorität sein, für mich als Arbeitsministerin, aber auch in Zusammenarbeit mit Minister Heil im Kontext der Übernahme der Präsidentschaft. Das wird also eine Priorität sein und wir hoffen, dass wir hier auch Entscheidungen treffen können hinsichtlich eines Mindestpakets des Sozialschutzes und ein System der Entlohnung, das vergleichbar die verschiedenen Arbeitstätigkeiten aufzeigt, egal in welchem Land gearbeitet wird. Wir haben heute auch darüber gesprochen, dass die Kompetenz der Arbeitskräfte erhöht werden muss. Und deswegen sollten wir auch ein Paket von Maßnahmen besprechen, die zu einer höheren Qualifikation der Menschen führen, die in den relevanten Bereichen für die Europäische Union arbeiten. Und nicht zuletzt werden Sie auch sehen, dass ich mich im Rahmen der Sozialversicherung engagieren werde, also sowohl für Saisonkräfte als auch für längerfristig Beschäftigte, weil das soziale Effekte haben. Man muss ja auch immer sehen, welche Effekte es dann für die Renten, für das Rentenalter gibt. Also unabhängig davon, in welchem Land derjenige arbeitet, ist es wichtig, hier auch diesen Aspekt im Blick zu haben. Ich danke den deutschen Behörden hinsichtlich der Berechnung der Renten für diejenigen, die sowohl in Deutschland als auch in Rumänien gearbeitet haben. Also hier haben wir also eine sehr effektive, also sehr effiziente Situation, also die Berechnung der Rentenanteile, wenn wir das vergleichen mit anderen Ländern. Und dafür möchte ich Ihnen danken für diese Arbeit der Rentenberechnung, so dass so auch die Rentenkasse in Rumänien in der Lage ist, die Rente richtig zu berechnen für diejenigen, die einen Teil ihres Arbeitslebens in Deutschland verbracht haben. Einmal beziehungsweise mehrmals pro Jahr muss, also es ist notwendig, dass
dann, wenn sie im Rentenalter sind, so alle die gesamte Situation des Arbeitslebens klar ist, damit sie entsprechend berechnet werden kann. Das Projekt der Kommission für einen Rahmen für Mindestlöhne und Grundsicherungssysteme voranbringen. Wir wollen zum Zweiten dafür sorgen, dass das, was Europa auf den Weg gebracht hat mit den verschärften Regelungen zum Entsendegesetz nach dem Motto gleicher Lohn für gleiche Arbeit, auch jetzt konsequent in Deutschland umgesetzt wird. Dafür sind wir im gesetzgeberischen Verfahren für das Entsendegesetz. Wir unterstützen auch die europäische Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur ELA, Europäische Agentur, die den Informationsaustausch der nationalen Behörden, was Sozialstandards betrifft, macht. Und da sehen Sie eine Analogie zu Deutschland. Das eine ist, dass man einen Rechtsrahmen hat, und da gibt es deutsche Gesetze, es gibt europäische Gesetze, es gibt rumänische Gesetze. Aber die besten Gesetze helfen nicht, wenn sie nicht auch effektiv kontrolliert und durchgesetzt werden. Und wir haben zum einen ein Vollzugsdefizit in vielen Bereichen, weil Kontrollen zu wenig stattfinden, in anderen Bereichen auch Rechtslücken. Und beides muss jetzt angegangen werden. Herr Kreuzburg, Kreuzmann, zu Ihrer Frage. Wir haben im Moment die Situation, dass der Arbeitsschutz, die Arbeitsschutzstandards dem Grunde nach und auch die erweiterten Covid-19-Standards auch die Arbeitsunterkünfte umfassen. Aber wir haben ein Problem, sie kontrollieren in dieser Konstruktion von Sub-Sub-Sub-Unternehmertum, weil die Frage des Zuordnens schwierig ist. Und das stellt unsere Behörden, die Arbeitsschutzbehörden der Länder, vor erhebliche Probleme, die Gesundheits- und Ordnungsämter auch. Wir haben jetzt zum einen beschrieben, auch in dem Papier, was morgen beschlossen werden soll, dass wir in der konzertierten Aktion den Zoll, die Arbeitsschutzbehörden der Länder, die Gesundheitsbehörden vor Ort, auch die Ordnungsämter in einer konzertierten Aktion ad hoc zu neuen und mehr Kontrollen bringen, dass wir sukzessive die Kontrollquote im Arbeitsschutz in den Ländern steigern werden. Und die Kontrollen werden besser sein, wenn Verantwortung, auch unternehmerische Verantwortung für Wohnungen stärker zuzuordnen ist. Und das geht besser, wenn wir nicht 80% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so schätzt die Gewerkschaft das, als Werksvertragsarbeitnehmer haben, sondern wenn wir mehr Festangestellte in dieser Branche haben. Und das ist mein Ziel, ich glaube auch in beiderseitigem Interesse. Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen beschreiben. Der Kollege mit der blauen Jacke. Manfred Götzke, auch vom Deutschlandfunk. An Frau Ministerin die Frage, können Sie rumänischen Staatsbürgern heute noch empfehlen, in Deutschland zu arbeiten, unter den Bedingungen, die jetzt nochmal klar geworden sind? Arbeitsschutz, aber auch Mindestlöhne, die nicht gezahlt werden, rumänische Staatsbürger, die nur 5-6 Euro bekommen, weil alles Mögliche abgezogen wird. Also ich habe einmal Vertrauen in die Rumänen, dass dort, wenn sie Hilfe haben, also bevor sie nach Deutschland reisen, sie ihre Fragen klären hinsichtlich des Verdienstes, hinsichtlich der Arbeits- und Lebensbedingungen. Also ich habe das Vertrauen, dass alle öffentlichen Verlautbarungen auch gehört wurden. Und sie sind jetzt in einer guten Situation, selbst zu entscheiden, ob das, was ihnen in Deutschland angeboten wird, das ist, was sie wollen. Und es ist ja nicht so, dass alle Arbeitgeber Arbeits- und Lebensbedingungen haben, die nicht akzeptabel sind, sondern ich habe gesagt, dass es noch bestimmte Aspekte gibt, wo die Hygiene oder andere Bedingungen verbessert werden müssen und deswegen ein bestimmtes Mindestpaket an Schutzmaßnahmen und Schutzmitteln bereitgestellt wird. Und es ist falsch zu sagen, dass in Deutschland menschenunwürdige Bedingungen sind oder keine Achtung gegenüber den Arbeitskräften betrifft. In keinem Fall ist das so. Aber es gibt eben noch Reserven, dass bestimmte Dinge vor der Abreise nicht klar sind. Und deswegen muss auch der rumänische Staat seinen Beitrag leisten. Und wir haben auch die Grenzpolizei mobilisiert, die also bestimmte wichtige Informationen liefern. Und wir müssen sicherstellen, dass alle Informationen klar vorliegen und verstanden werden, damit die Entscheidung dann getroffen werden kann. Ich bin überzeugt, dass es bestimmte Situationen gibt, auch nach meinem Besuch hier,
wo der Bundesminister bestimmte Dinge überprüfen wird, wo es also Verletzungen gab, so wie ich das ebenfalls machen werde, wenn in Rumänien solche Fälle auftreten, dass also bestimmte Dinge nicht eingehalten werden. Ich habe also sehr insistiert, die notwendig, also um zu erfahren, ob die Arbeitsverträge vorher geschickt werden, also nach Rumänien. Und hier müssen wir noch mehr machen, vor allem hinsichtlich der Beratung, damit alle Dinge, die unklar scheinen beziehungsweise die anders sich dann darstellen als das, was sie vorher gedacht haben, geklärt wird. Es gibt also Situationen, dass sie nicht entsprechend bezahlt werden oder dass die Lebensbedingungen nicht dem entsprechen, was vorher gesagt wird. Aber ich bin gewiss, dass die deutschen Behörden alles in ihren Kräften Stehende tun werden. Und deswegen wollen wir hier kein Stigma irgendwie ergreifen und sagen, dass die Leute nicht entsprechend behandelt werden. Und es ist ja auch so, dass wenn jemand menschenunwürdige Bedingungen bietet, er dann auch keine effektive Arbeit von den Leuten erwarten kann. Es ist vor allem wichtig, dass alle ihre Rechte kennen und dass sie dann, wenn es Verletzungen gibt, diese dann auch zur Kenntnis bringen. Und ich denke, dass gerade also Probleme bei den Lohnzahlungen in der Zukunft isolierte Fälle sein werden. Und auch mein Besuch hier und das Memorandum, das wir unterzeichnet haben, zeigt, dass wir mit aller Konsequenz diese Situation zügig verbessern werden. Kurze Frage und kurze Antworten. Frau Ministerin, die deutsche Bundesregierung hat sich erst vor wenigen Jahren die Zustände in der Fleischwirtschaft angeguckt. Heute sehen wir, offenbar wurde nicht genug hingeguckt, die Zustände sind schwierig geblieben. Was stimmt Sie optimistisch, auch nach Ihrem Besuch heute, was stimmt Sie optimistisch, dass es Hubertus Heil und seinen Kollegen gelingen wird, jetzt einen größeren Wurf zu machen und wirklich nachhaltig auch die Lebensbedingungen für ihre Landsleute hier zu verbessern? Mein Besuch und dieser direkte Dialog ist eine Garantie dafür, dass beide Minister sich dafür engagieren werden, diese Situation zu kontrollieren, zu verbessern und dass sich das also auch multipliziert, also verbreitet in anderen Höfen und Unternehmen. Und zweitens haben wir vereinbart, dass wir so eine technische Arbeitsgruppe schaffen, die Effekte der entsprechenden Arbeitsverträge beleuchtet, eben auch das Problem, was der Bundesminister hier genannt hat mit den Verträgen. Und im Rahmen dieser technischen Arbeitsgruppe werden wir die Maßnahmen zum Sozialschutz, zum Gesundheitsschutz, welche sind notwendig und wie können sie umgesetzt werden und das auch langfristig. Und hier werden sowohl Experten vom deutschen als auch vom rumänischen Ministerium mitarbeiten. Und in kurzer Zeit wird der Bundesminister Rumänien besuchen. Und das wird auch dazu führen, dass wir einen sehr engen Zeitplan haben werden für die Engagements und die Maßnahmen, die wir nehmen wollen. Das wird sowohl hier als auch in Rumänien der Fall sein. Und es ist immer so, es wird eine neue Regelung geschaffen und dann hält man sich dran und nach einer Weile wird man dann wieder laxer. Man muss also ständig kontrollieren, wie das Verhalten ist. Man muss eine Bestandspflege betreiben. Und die Äußerung des Bundesministers, dass die Arbeit der Kontrollbehörden also noch aktiver werden wird. Das heißt also,
man muss sich der Dinge bewusst sein und auch wenn es komplexe Probleme sind, muss man sie anpacken und langfristig verändern. Herzlichen Dank.